Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Erstmal Smog und Shiny Check. Ne. Auf dem Weg natürlich zu einer Pandia Quest. Wir holen uns unseren Wochendurchbruch ab. Da kann eigentlich nichts Interessantes drin sein, außer Shiny Latios für mich. Und wir gönnen uns ein. Ups. Sorry. Kyogre schon wieder. Den versuche ich jetzt zu fangen. Da vorne ist die Quest, genau an einem Stop, wo Team Rocket gerade da ist. Und ja, daneben ist nochmal Team Rocket. Die versuchen wir beide zu besiegen und dann schauen wir mal weiter. Immer dahin, wo der nächste Pony ist. Okay, sie hat gesagt, mein Vogel-Pokémon will gegen dich kämpfen. Ich nehme an, Golbat und Flug, also Golbat ist kein Vogel, aber so flugmäßig. Und wir haben gehört, Despotar ist krass und Despotar mit Gestein ist natürlich auch krass gegen irgendwas, was fliegt. Deswegen probiere ich das mal aus hier. Ich habe keine Ahnung, was sie genau hat. Golbat, okay. Das dachte ich mir. Abwehren, man weiß nie, wie stark das ist. So, ich weiß nicht, was rauskommt, aber Steinkante. Fruit Ninja! Bam! Und der letzte ist X-Bad. Noch ein Golbat. X-Bad. Der kassiert aber jetzt gleich gegen noch eine Steinkante. Da kann ich ja jetzt ein Golbat fangen, oder nicht? Ich habe einen Zubat schon gefangen, aber jetzt einen Golbat. Das Korn. Yay. Medaille braucht übrigens 1000. Das kann noch eine Weile dauern. Tatsächlich, Golbat. Als wäre Golbat nicht... Oh, zu ungeduldig. Als wäre Golbat nicht normal schon schwer genug zu fangen. Jetzt habe ich auch nur 6 Primärbälle. Also ich hatte 7, aber ich habe ja einen verbrochen. Ah, habe ich drin geblieben. Läuft. Jetzt muss ich nur schauen, wo... Ich glaube, das war der Stop hier. Nee. Nee. Mit uns ist nicht gut Bären essen. Ja, warte. Ah ja, der Stop war's. Der Stop war's gerade eben. Ich bin der Weg. Shiny Check. Nee. Bären essen war Pflanzen. Pflanzen verwende ich Feuer. Oder Eis. Eis ist auch effektiv. Kostet natürlich alles Tränke und Beleber. Und da ich gerade auch immer natürlich Argen mache. Was ist das? Super! Das passt nicht ins Konzept. Aber dadurch, dass ich halt immer Argen mache, habe ich nicht immer so viele Tränke am Start. Zubat, fast die Hälfte abgezockt. Nicht schlecht. Respekt, Zubat. Okay. Versuchen nicht Ding einzusetzen und dann einfach auf den letzten zu schießen. Wird schon klappen, oder? Ja, das klappt schon. So. Danach ist da eine Arena. Also ich habe das Gebiet hier eigentlich schon fertig. Aber oh, der Bisa Floor. Aber die Arena ist neu dazugekommen und die habe ich halt noch nicht auf voll. Aber extra nur für diese eine Arena immer hierher zu kommen, lohnt sich nicht wirklich. Also jetzt mache ich sie natürlich, weil ich schon mal in der Nähe bin, aber ich weiß nicht, was ich mit der Arena machen soll. Noch habe ich gar nichts mit der gemacht. Ich glaube, ich war da noch nie, seitdem sie da ist. So. Wir kriegen jetzt Zubat, oder?
Oder Visa Flor, Mann. Visa Flor wäre heftig. Ja. Geh mal zur Arena. Und die erste Quest direkt erfüllt. Schauen wir mal. Nee, natürlich nicht. Auf dem Weg zur Arena habe ich noch einen Stop entdeckt, der lag genau auf dem Weg. Und der hat irgendwas gesagt mit normal ist nicht schwach. Und ich dachte, jetzt kommt Galaxo, aber Fehlalarm. Ich wollte nämlich endlich mal die Despos ausprobieren, weil gestern habe ich es ganz knapp nicht geschafft, aber Fehlalarm, Leute. Wir sehen uns, wenn ich einen Galaxo gefunden habe. Hier ist nochmal Team Rocket. Ah, das interessiert uns nicht. Uns interessieren die drei Pioneer Quests. Die Enttäuschung ist jedes Mal groß. Und letzter Versuch. Shiny Smogon. Das ging schnell. Uhu. Einer von vier. Also, wir haben noch viel zu tun. Aber schon mal Shiny Smogon. Ihr wisst, ich sammle keine Familien. Ich brauche nur einen, den ich dann vertauschen kann, damit ich dann einen Shiny Lucky Smogon mir ertauschen kann. Also ich könnte es mir auch ohne, also wenn ich keinen hätte, aber man braucht ja auch Tauschmaterial und wenn ich dann einen bekomme, dann kostet es halt nicht 40.000 Sternstoff für den anderen. Dementsprechend ist es schon wichtig, selber einen zu haben. Das freut mich. Wir sind wieder zu Hause, Leute. Natürlich der nächste Morgen, so wie immer. Und es gab ein paar krasse Neuigkeiten, ein paar krasse Sachen. Ihr seht den Livestream von Pokémon Go. Oder von Pokémon? Ne, Pokémon Go. Ein Countdown. Ein Team Rocket Countdown. Man weiß nicht genau, was passieren wird. Das ist um 6 Uhr in der Früh bei uns. Von Samstag auf Sonntag. Also Sonntag früh. Vielleicht mache ich auch einen Livestream und bin dann genau, wenn es anfängt, auch live. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter, dann kündige ich das an, falls ich das mache. Und schreibt das unten in die Kommentare, falls ihr das sehen wollt, falls ihr wollt, dass wir live sind. Und dann, ja, schauen wir mal, was da passiert. Ich habe noch eine Box am Start von Lootbox. Mach mal auf, während wir hier noch über ein paar Team Rocket Sachen reden. Ich grüße genau aus alle Infos unten in der Beschreibung. Und zwar gab es so ein paar Werbemaßnahmen. Team Rocket hat die Social Media Sachen übernommen. Hat New York City gestürmt, also eine echt coole Werbemaßnahme, Werbeaktion, muss ich sagen, sehr, sehr cool von Niantic, sag ich mal, von denen. Wir haben hier, eine Stofftüte von Fire and Blood Targaryen, oh Game of Thrones. Ich bin ein großer Fan von solchen Tüten, verwende ich, glaube ich, immer, seht ihr ja in den Videos, weil Rucksäcke und so taugen mir eigentlich nicht so sehr. Ja, ich bin echt gespannt. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was da passieren wird, wenn der Timer aus ist. Es gibt paar Gerüchte bezüglich Team Rocket und, also Team Rocket offensichtlich, aber Giovanni. Globander T-Shirt. Charmander. 004, oh, das ist doch chillig, Mann. Passend für uns. Yeah. Oh mein Gott. Deadpool 4D. Q-Fig-Figur. Vielen Dank. Und ein Zurück in die Zukunft. Schweißband. Weiß nicht, was das mit Zurück in die Zukunft zu tun hat, aber okay, vielen Dank. John Cena Style, kennt ihr das? John Cena macht dann immer so, dann so. Und ein Pin. Für meine Pinsammlung. Vielen Dank an Lootbox. Wie gesagt, mehr Infos unten in der Beschreibung. Und ich bin gespannt, was da passieren wird. Eigentlich scheint das groß aufzuziehen, die ganze Sache mit Team Rocket. Und ich denke, das wird echt heftig. Bleibt dran, bleibt gespannt. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist serious business.